ehrenamtliche Tätigkeit alles Gute. Jetzt aber kommt die Musik. Die Feuerwehrkapelle spielt nicht nur hier im Plenarsaal, sondern dann auch, aufpassen drüben im Senatssaal, auch dort kommt die Feuerwehrkapelle live rüber. Auf geht's zum gemütlichen Teil mit der Alt-Nahe-Hauser Feuerwehrkapelle. Dass es so ausschaut, als ob die CSU-Kadetten etwas mit den Grünen hätten.
sind ja sonst kleiner, denn gewöhnlich kommt da keiner. Und lässt sich der Bromold blicken, bleibt keiner da aus freien Stücken. Warum ist bei der SPD, Bayern-SPD-Fraktion nun heute so eine Invasion? Warum ist heute so viel los und der Ansturm riesengroß? Wir wissen es, meine Damen und Herren, und wir verraten es Ihnen gern. Das Kürzel SPD soll ziemlich klein auf der Einladung gekommen sein, sodass im Gang eben die Leute zugaben, dass sie SPD schlicht überlesen haben. Bereit, in diese Stadt zu reisen.
um sie nach dem Freibierfassen schleunigst wieder zu verlassen. Auch die Oberpfalz sah sich gezwungen in die Münchner Niederungen. Der schickimicki Weißwurstgeigen trotz Abneigung hinabzusteigen und den Bussi-Bussi-Lief zu inhalieren, denn die Preisen Schnösel produzieren, die den bayerischen Geist verscheuchen und zunehmend die Stadt verseuchen. In ganz München stinkt's nach Preisen. Und wir mussten uns zusammenreißen beim Anblick der hier hausenden Gestalten, die Anfahrt bis zum Landtag durchzuhalten. Doch das Freibier-SPD-Versprechen ließ uns nicht zusammenbrechen. Wir haben es mit letzter Kraft bis zu Ihnen hergeschafft, um auf Kosten der SPD vor allen Dingen diesen Samstag sinnlos zu verbringen. Geschätzter SPD-Fraktionsanführer, geprüfte rote Wahlverlierer. CSU erdrückte Hinterbänke und Relikte des Bayern-SPD-Fragments des bayerischen Parlaments, werter Markus Rindersbacher, Grußredner und Sprüchemacher, die Inge Aures, Bierkönigin von Franken und Mutter des Gedanken, werte bedeutungslose Landtagsgeister, mein hochgeschätzter Oberbürgermeister, Christian Ude, Münchner Rathausspitze und alte SPD-Haubitze. Das bezahlt. Und der es nicht mal vor München gerade ist.